Heike hat's ja schon gesagt, wer den Caught in the Act Traumtreff gewinnen wollte, der musste schon ein ganz besonders großer Glückspilz sein und Frühaufsteher. Die vier Traumboys luden nämlich ein zu einem exquisiten Breakfast in einem Golfhotel vor den Toren Hamburgs. Hallo, ich bin Julia, ich bin die Bravo TV Megapreis-Gewinnerin und das ist meine Freundin Jessica. Ich dachte erst, dass mich jemand so verarschen wollte oder so. Also ich konnte das erst gar nicht glauben, also ich muss mich erstmal hinsetzen. Die Tage waren ziemlich lang, aber auch ziemlich stressig, so mit was man denen schenken soll und was man jetzt anziehen soll. Und also da wird auch die kleinste Sache zum großen Problem gemacht. Das ist so, als wenn man jetzt, ich weiß nicht, für andere vielleicht, wenn man Geburtstag hat oder so. Um 9:30 war es endlich soweit. Herzlich begrüßten Eloy, Lee, Benjamin und Bastian, die zwei Mädchen aus Flensburg. Die Stimmung war locker und gelöst, von Berührungsängsten keine Spur. Als besondere Überraschung schenkte Julia ihrem Benjamin ein süßes Poster, auf dem ein kleines Baby abgebildet ist. Das Lustige an dem Bild ist, dass das Baby ein bisschen so aussieht wie mein Neffe, der Sohn von meiner Schwester. Das ist wirklich komisch. Nach 1,5 Stunden gemeinsamen Frühstückens und Plauderei hieß es dann erst einmal Abschied nehmen. Doch von Wehmut und Traurigkeit keine Spur, denn eines steht fest, schon bald wollen die sechs sich unbedingt wiedersehen. Ja, wir haben ganz gemütlich mit Jessica und Julia und Frühstück gehabt und wir haben einander letzte Woche schon gesehen bei einer Party. Und ja, wir schijnen einander wieder te zijn, want ze komen later nog eens retour in mei. Zo, dan zijn we einander wieder. Zo, we kennen einander schon een beetje besser. Doch bis zum Caught in the Act Tourstart im Mai ist es noch lange hin. Deshalb hat die Band Julia und Jessica an diesem Abend in die Alsterdorfer Sporthalle eingeladen, wo sie im Rahmen des Love Message Events aufgetreten sind. Dicht am Bühnenrand aus allernächster Nähe durften die zwei das Ereignis verfolgen. Später in der Sendung gibt's übrigens noch einen ausführlichen Beitrag über dieses AIDS-Benefits-Konzert, bei dem unter anderem Stars wie DJ Bobo, World of Hearts, Scooter, Fun Factory und Masterboy mit vor der Partie waren. Viel Spaß dabei!